Holla, Nana Sturm hier wieder auf dem Kanal Matriwissen und heute geht es hier weiter mit dem Gespräch mit Harald Hamann. Ganz kurz nochmal zu seiner Person. Harald Hamann ist Sprachwissenschaftler, ist Autor von 83 Büchern. Also zu den bekanntesten zählt sicher seine Universalgeschichte der Schrift und auch die Donauzivilisation. Er ist geistiger Sohn von Maria Gimbutas. Also was sie Alteuropa nannte, nennt er die Donauzivilisation. Dafür gibt es Gründe, die haben wir im ersten Video schon gehört. Und heute geht es hier um diese egalitäre, friedliche Gesellschaft, die in den archäologischen Funden sichtbar wurde und die Gemeinwohl als Basis hatte. Viel Spaß! Ungefähr 6500 vor Christus gab es eine Entwicklung, dass man sagen konnte, hier in einem bestimmten Kulturbereich hat sich eine kompakte Kultur entwickelt und um 6000 vor Christus hatte diese Kultur bereits eine Hochblüte erlebt. Und das war in Südosteuropa, in den Balkanländern und zum Teil in der westlichen Ukraine und in Griechenland und in der ägäischen Inselwelt. Und wenn wir uns überlegen, weshalb Alteuropa so wichtig ist, das ist nicht nur eine von den alten Zivilisationen der Welt, sondern es ist die älteste, einfach von der Zeitdauer, wann sie entstanden ist und wie lange sie Bestand hatte. Als Maria Gimbutas in den 70er Jahren aufgrund der Erfahrungen ihrer eigenen Ausgrabungen die Idee bekam, da gab es eine übergreifende Kultur und die nannte sie Old Europe, Alteuropa. Als sie damit rauskam, da stand sie allein. Andere haben das damals nicht gleich begriffen, ihre Vision, denn das war eine Vision. Und sie selbst musste viele Neuerkenntnisse hinzufügen, damit dieser Begriff überhaupt diskutierbar war. Und als das dann in den 80er Jahren und dann verstärkt in den 90er Jahren immer mehr publik wurde, da haben auch viele Außenstehende begriffen, die sich der Thematik offen zugewandt haben, oh, hier ist was, das ist sehr nützlich und das brauchen wir. Und dann war die Diskussion in vollem Gange. Insofern, die Entdeckung war still. Das ist nicht so ein Paukenschlag gewesen wie bei manchen Entdeckungen mit einmal BAM und dann ist was Neues und alle Welt weiß davon. Nein, es kam ganz langsam, hat sich entwickelt, aber es wurde immer stärker. Und man kann sagen, was sich so bleibend entwickelt, das ist auch stark, das ist auch wichtig. Man muss nur in der Lage sein, das einzuordnen in die Kulturgeschichte. Und das war das Schwierige, was Maria Gimbutas noch versucht hat, aber sie starb zu einer Zeit, als viele ihrer Überlegungen noch reine Visionen waren, weil es noch zu wenig Dokumentationsmaterial gab. Und da war es dann die Aufgabe anderer Vertreter einer jüngeren Generation, ihre Arbeit fortzuführen. Und vor allem war es wichtig, die Vision Alteuropa aufrechtzuerhalten. Und das hat sich alles immer weiter gefestigt. Ist ja so, du hast dich ja mit unterschiedlichsten Kulturen beschäftigt. Trotzdem
Hat Alteuropa oder die Donauzivilisation dein besonderes Interesse gefunden? Wie kommt das? Das besondere Interesse begründet sich eigentlich in vieler Hinsicht. Einmal, weil Alteuropa nach seiner Gesellschaftsordnung so deutlich abweicht von all den Modellen alter Zivilisationen, die aus der Kulturgeschichte bekannt sind, weil es auch zeitlich vor den anderen alten Zivilisationen liegt und weil ganz klar ist, die Entwicklung in Alteuropa ist entstanden als Eigenentwicklung. Das heißt, es hat zur damaligen Zeit keine andere Kultur gegeben auf dem höheren Stand, die die Entwicklung in Alteuropa hätte beeinflussen können. Insofern ist es sozusagen ein Modellfall von kreativem Aufbau in einer Gesellschaft, die bestimmte Störfaktoren nicht kannte, die auf der anderen Seite gesellschaftliche Entwicklungen ermöglicht, die auf Grundwerten basiert, von denen wir heute noch profitieren können. Und das ist auch das Besondere bei Alteuropa, dass dort Grundwerte ins Spiel kamen und aktiv wurden, von denen wir heute sehr viel lernen können. Obwohl Alteuropa und die Kenntnis Alteuropas noch nicht in den Schulbüchern aufgeführt wird, das ist Frage der Geschichte, warum das also ignoriert worden ist so lange. Aber man kannte ja auch lange Zeit gar nicht das Alter der Zivilisation. Das heißt, erst in den 90er Jahren wurden Datierungsmethoden entwickelt, dass es möglich war, das hohe Alter festzustellen und damit auch festzustellen, dass es eine Eigenentwicklung war. Da müssen wir uns klar darüber sein, wo der eigentliche Wert gesellschaftlichen Lebens liegt. Und der kann nicht da liegen, dass man also über staatliche Einmischung sozusagen autoritäre Gewalt fördert. Das würde eben nur zum Totalitarismus und zur Stagnation führen. Wichtig ist sozusagen, dass man die Basis, eben das Zusammenleben der Menschen in den Vordergrund stellt. Man muss aber eine Lösung finden. Viele Menschen wissen gar nicht mehr, wie Entscheidungen zu treffen sind. Die meinen, ich sage meine Meinung und die ist wichtig, weil ich das sage und andere sagen dasselbe. Und da fehlt etwas, ein Zwischenglied, das Gemeinwohl. Die Menschen heutzutage sind häufig nicht daran gewöhnt, an das Gemeinwohl zu denken, weil sie sagen, ja, ich will meine Rechte, ich fordere mein Recht, ja, und da ist der Staat gleich im Hintergrund. Und dann sehen sie, ah ja, ich brauche staatliche Macht und staatliche Position und staatliche Autorität, damit ich mein Recht bekomme. Das ist also alles verkorkst. Wenn man sich vorstellt, es gab eine Zeit ohne Staatsorganisation, da waren die Menschen auf sich gestellt, da war es erforderlich, dass die zu Einigungen kam. Und das erforderte, dass ihnen bewusst war, ja, was ist das höhere Gut, was über uns steht, das ist das Gemeinwohl. Das heißt, es geht nicht darum, dass Individuen für sich Sonderrechte beantragen oder fordern, oder dann geht es auch in den Besitz und so weiter, sondern das Gemeinwohl, dass wir also Konsens finden und dann uns selbst organisieren. Da brauchen wir keinen Staat, um uns über irgendwas zu einigen. Nur in dem Moment, wo staatliche Organisation kommt, da vertrauen viele drauf, ach, die werden das schon regeln. Und dann kommt, ja, jeder Bürger hat Rechte. Okay, ich will mein Recht haben und keiner denkt mehr dran, die Gemeinschaft muss ich ja tragen oder ich werde von der Gemeinschaft getragen. Das ist die Basis und deshalb müssen wir erstmal gesellschaftliches Zusammensein ohne staatlichen Überbau diskutieren und dann finden wir raus, wo ist das eigentlich Wichtige.
Du hast tatsächlich geschrieben, es gibt eigentlich zwei Basismodelle früherer Zivilisationen. Ja. Ja, das fand ich ganz, ganz spannend. Du hast vorgeschlagen, das zu nennen, das Modell der Ökumene Ja. und auf der anderen Seite das Modell der Staatsbildung. Also wirklich Richtig, ja. das, ja, sind zwei Wege, die in der Menschheitsgeschichte beide eingeschlagen wurden. Der Ausdruck Ökumene, ich habe mir das hier aufgeschrieben. Das kommt aus dem Griechischen und bezeichnet die von Menschen mit gleichgerichteten Interessen, gleicher Kultur und Sprache bewohnte Welt. Ja. Das finde ich sehr bedenkenswert, einfach mal so, dass das wirklich diese zwei Also als der Zwecke Begriff sind. im Griechischen geprägt wurde, da dachte man natürlich automatisch an die griechische Welt, also an die von Griechen bewohnte Welt, das Mutterland und die Kolonien. Und das waren ja eine ganze Menge im Mittelmeer, rings um das Mittelmeer. Und insofern war es automatisch auch so, dass die staatliche Ordnung, die in Griechenland herrschte, damit gemeint war. Und das bedeutet zur klassischen Zeit, das war das Demokratiewesen. Und wenn man dann den Begriff benutzt, wie ich das gemacht habe, dann habe ich gedacht, die Übertragung ist möglich, weil Alteuropa tatsächlich demokratisch organisiert war. Und nun kann man sich fragen, ja, war das dann dasselbe demokratische System wie im antiken Griechenland? Die Antwort ist nein. Denn im antiken Griechenland ist das, was früher tatsächlich in reiner Form in den demokratischen Institutionen Alteuropas existiert hatte und was da praktiziert wurde, nur in Bruchstücken erhalten geblieben. Das ist eine Sonderfrage, wieso, aber jetzt erstmal. Was war denn das für eine Demokratie in Alteuropa, die Ökumene oder den ökumenischen Geist bestimmt hat? Das war eine Demokratie ohne Sozialhierarchie und das war eine Demokratie ohne staatlichen Überbau, wo also die Gefahr war, dass Kontrollinstitutionen oder Kontrollorgane vielleicht das Leben der Einzelnen hätten beeinflussen können. Nein, die Einzelnen waren selbst verantwortlich, trugen verantwortlich für ihr Gemeinwesen. Das heißt, es war eine ganz andere Einstellung zum Gemeinwesen. Man wusste, ich kann mich nicht selbst sozusagen zurückziehen in meine eigene Kapsel und kann dann jede Menge Vorteile für mich raffen, in Anspruch nehmen. Und was mit den anderen ist, ist mir egal. Nein, das ging gar nicht. Man wusste, wenn ich so denke, dann ist bald alles am Boden. Dann können wir keine Gemeinschaft aufbauen, wo ein bestimmtes Lebensniveau erreicht wird oder eine Lebensqualität. Und Lebensqualität im Einklang mit der Natur zu leben, das war für die Alteuropäer ja sozusagen lebenswichtig. Die konnten sich gar nicht leisten zu denken, ach, Natur interessiert mich gar nicht und der Naturrhythmus, das interessiert mich auch gar nicht. Ich habe meine eigene Vorstellung. Das war alles total irreal für Alteuropäer. Alteuropäer waren sich von Geburt an, von Natur her bewusst, ja, ich muss im Rhythmus der Natur leben. Ich muss beachten, wie die Natur funktioniert, also mit den Jahreszeiten, im Frühjahr sozusagen das Aufwachen, im Sommer die Blüte und im Herbst die Be Vorbereitung auf den Ruhezustand und im Winter. Und dann brauchte man nach den eigenen Vorstellungen keine Angst zu haben, dass nach dem Winter nicht wieder ein Frühling kam. Das war das Bewusstsein. Nein, wir werden ja auch getragen. Und zwar von einer höheren Macht, die sozusagen unser Dasein kontrolliert und beobachtet. Und damit ist auch wichtig, dass diese wohlwollende Macht natürlich wissen muss, was machen wir mit diesen Vorrechten, die uns gegeben werden. Ja, wir müssen vernünftig leben, unser Gemeinwohl im Auge behalten und dann bekommen wir eine Balance.
Da brauchte man nicht viel zu diskutieren. Es war wichtig, dass Frauen und Männer auf gleichem Niveau standen. Da, ohne Sozialhierarchie wird kein Bewusstsein geschärft, dass vielleicht Männer oder Frauen einen anderen Status haben. Dass Männer vielleicht die Tonangebenden sind und die Frauen sind nur diejenigen, die dem Willen der Männer untertan sind und die tun, was die Männer wollen. Nein, das sind Phänomene, die mit der Sozialhierarchie kommen. Und wenn es die nicht gibt, sondern Gleichberechtigung, dann ist es überhaupt keine Frage, dass Frauen und Männer in dieser Gesellschaft auf gleicher Ebene mit der Anerkennung ihrer Fähigkeiten gelebt haben. Das heißt, wo später viel Energie verpulvert wurde, weil man sich der Spannungen bewusst war, Ungleichheit zwischen Männern und Frauen, das gab es nicht. Man brauchte also diese Energie nicht zu verpulvern, unnötig, um Konflikte zu überwinden, sondern diese Konflikte gab es ja gar nicht. Die Energie konnte direkt eingesetzt werden für gesellschaftlichen Aufbau. Energie verpulvern im Geschlechterkampf, sage Ja, ich jetzt ja. mal. Es wird ja aber auch, oder es wurde danach und es wird auch heute ja unglaublich viel Energie verpulvert im Kampf gegen die Natur. Und das ist ja Richtig, fast noch richtig. wahnsinniger, weil Ja. letztlich wir sind ein Teil der Natur. Ja. Und da dagegen anzukämpfen und sich da Ja. irgendwie auf Teufel komm raus davon abgrenzen zu wollen, ja, das ist in meinen Augen nicht nur eine Energieverschwendung, sondern höchst gefährlich und Richtig. zerstörerisch. Und leider kommt diese gefährliche ideologische Position oder ist diese ideologische Position im heiligen Buch einer Religion festgeschrieben. Macht euch die Natur untertan, wie es in der Bibel heißt. Das ist also ein katastrophales Bekenntnis, sich gegen die Natur zu stellen. Und in dem Glauben, ja, wenn wir unsere Kultur aufbauen, dann brauchen wir die Natur gar nicht dazu. Das heißt, wir können uns lösen von der Bindung an die Natur. So die Demonstration des eigenen Willens, das ist so attraktiv, weil man denkt, mit meinem Willen kann ich alles erreichen. Ja, aber dabei verliert man ja etwas Wesentliches. Und dann hat man den Konflikt und dann muss man seine Energie verpulvern. Wenn man das erstmal begriffen hat, dann fragt man sich, wie konnte es überhaupt möglich sein, so etwas zu fordern, also die Natur sich untertan zu machen. Aber ja,